werde mal gucken, ob ich hier jetzt noch irgendwo, ich sollte auch vielleicht da reingucken, irgendwo noch Wege finde, weil das ist jetzt hier mittlerweile eine einheitlich weiße Masse geworden, ohne Spuren. Der Abstieg hier wird lustig, das sage ich euch. Das wird spannend. Na gut, nicht verzagen. André fragen, der ist auch gerade nicht hier. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Gleich 13 Uhr. Tai, tai, tai. Naja, gut. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gucke, ob ich noch irgendwo eine bessere Ecke finde, wo ich unterkommen kann, damit ich mir mal einen Kaffee greifen kann. Und, oh Gott, die Kamera. Ich muss die Kamera einpacken. Die ist gleich nur noch ein Stück Schnee. So ihr Lieben, wir sind noch nicht am Ende unserer Tour angekommen. Ich bin sowieso gespannt, was das wird, wenn ich das ganze Material erstmal zusammengeschnitten habe. Es wird ein bisschen chaotisch, das ist eher wieder so ein Scouten, vor allem da die Wetterbedingungen das, was ich eigentlich so ein bisschen geplant hatte, nicht zugelassen haben, weil ich nicht mehr gesehen habe, wo es überhaupt nur lang geht. Ich bin immer noch auf dem Berg und versuche jetzt irgendwie nach unten zu kommen. Und so langsam Richtung Bahnhof aufzubrechen, weil ich muss ja relativ früh da sein, damit ich nicht ganz so spät zu Hause ankomme. Und ich bin immer noch niemandem begegnet. Also Dienstag lohnt sich auch. Überhaupt in der Woche auftauchen scheint sehr lohnenswert. Da habe ich doch tatsächlich noch was Schönes gefunden. Knapp 70 cm hoch. Mit einer kleinen, erstaunlichen Entwicklung. Also, die Eiskristalle an sich sind ja schon cool. Aber, jetzt mal genauer hinschauen. Wackelt ein bisschen, sorry. Und ein bisschen ranzoomen. Da ist ein Trichter, und dann fließt das hier rein und sammelt sich da. Cool, oder? Sammelt sich Wasser in einem Eisgefäß. Da sind sie nochmal von der Seite. Ich habe mich jetzt hier drunter erstmal ein bisschen verschanzt. Ich habe noch 2 Stunden Zeit für meinen Zug, weil den ersten habe ich verpasst. Und von daher kann ich mir noch mal Zeit nehmen. Tja, ja. Schön hier. Das war jetzt tatsächlich noch ein Glückstreffer. Aber da ich ja noch 2 Stunden Zeit habe, gönne ich mir noch einen Kaffee. Da drüben ist übrigens die tolle Eiskonstruktion. Und der kleine See, der hier
an der Seite ist. Ich dachte erst, der nährt sich daraus, dass von oben was reintropft, aber hier ist ein tiefer Spalt in dem Felsen, also sehr tief. Der ist recht dunkel, wenn man da reinschaut. Wenn man ganz leise ist, hört man, dass es da 2-3 Mal pro Sekunde tropft. Und ich denke mal, der ganze See, der Minisee, nährt sich aus diesen ganzen Tropfen. Weil da führt auch so ein kleiner Mini-Fluss lang. Ist gerade wie eine Miniatur-Wunderwelt hier. Spannend. Immer wieder schön, was die Natur so hergibt. Gucken, ob ich da noch ein paar Bilder machen kann. Verzeiht mir jetzt schon mal die sehr verwackelte Aufnahme und das hohe Rauschen, aber hier ist es halt echt dunkel. Dieser kleine See hier, Mini-See, der hier runterfließt. Ich dachte erst, es tropft von hier irgendwie runter. Aber wenn man mal genau hört, dieser tiefen Schwärze hier ganz hinten irgendwo, von da ganz hinten speist es sich. Aber hier, guckt euch das mal an. Die ganze Schlucht ist voll. Sieht aus wie so ein Boiler. Keine Ahnung. Ach. Da stapelt sich, da hängt eine Kiste fest. Da irgendein Metallgefäß. Wahnsinn. Wirklich die ganze Schlucht zugemüllt. Aber das muss schon länger hier rumhängen. Nach der ganzen Anstrengung ist das jetzt unser neuer Rastplatz. Mein ganzes Gerödel habe ich schon mal abgelegt. Und jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Nach der Anstrengung haben wir uns einen Kaffee gegönnt. Oh, knall, knall. Das ist hier eine reine Kletterburg. Also hier muss man schon ganz schön sich ins Zeug legen, um hoch und runter zu kommen. Aber es gefällt mir, also ich finde das gut. Vielleicht sind ja deshalb auch so wenig Leute unterwegs, aber ich denke mal, das liegt überwiegend am Wetter. Jedenfalls kriegt die ganze Sache definitiv eine Empfehlung. 2 Bofen, also 2 wilde Bofen hatte ich auch schon gefunden. Also hier wird jeder, denke ich, so seinen Spaß haben, weil es hier viele Abzweigungen gibt, viele recht enge Wege auch, aber es ist wie so ein Spinnennetz quasi auf der Karte und ich denke mal, da findet jeder so das, was ihm am besten passt und Spaß macht. Man muss nicht jeden, ja doch diesen einen Steig da, den muss man hoch oder runter, je nachdem, da gibt es nicht wirklich viel Auswahl. Ansonsten, man muss nicht überall klettern, man kann auch immer so ein paar kleinere Umwege in Kauf nehmen und dann so eine Kletterstelle drumherum, aber macht Spaß. Finde ich eine coole Sache, also sehr schön, sehr schön.